Herzlich willkommen zur Tageskarte heute am 15.03.23. Da ich heute eine wichtige Prüfung vor mir habe, habe ich mich entschieden, die Drachenweisheiten heute zu nutzen, da sie sehr kraftvolle Karten sind, sehr guten Input geben und auch für mich sehr besondere Karten sind. Daher bin ich mal gespannt, was die Karten der Drachen mir für heute mitteilen möchten und was sie uns allen für heute mitteilen möchten, da die Karte ja uns alle betrifft. Und da ist schon eine gefallen. Die Glückseligkeit. Die Glückseligkeit bedeutet ja, dass man heute sich freuen kann, dass das Glück auf der Seite von einem selbst ist. Ebenso sorgt sie dafür, dass wir uns positiv auf den Tag einstimmen und somit auch positiver ins Licht gehen, also rausgehen, in die Sonne gehen, in die Natur gehen, unter Menschen gehen und uns positiv auf den Weg machen. Was bedeutet, wir können heute mit einem guten Gefühl das Haus verlassen, denn heute haben wir die Drachen und das Glück auf unserer Seite, dass wir Glückseligkeit und die Vollkommenheit in allen unseren Zielen erreichen und im Handeln. Denn sobald wir unser Handeln vollkommen haben, sodass es für uns eine Art Perfektion gibt, dann ist der Mensch glückselig. Was bedeutet, dass es heute ein guter Tag ist, um Projekte, die schon länger anstehen und die man schon länger aufgeschoben hat wegen Unbehagen, Unsicherheit, Nervosität anzugehen und diese auch zu bearbeiten oder auch Gespräche zu führen, die man schon länger vor sich hingeschoben hat, weil man einfach das Gefühl hatte, das Glück ist nicht auf der Seite von einem. Gehen wir mit dem Gefühl der Glückseligkeit heute in Gespräche, in Projekte, in Prüfungen, können wir es nur schaffen, es für uns zum Besten zu wenden. Ich wünsche euch viel Erfolg heute bei all euren Aufgaben, die ihr habt, bei all euren Vorhaben, die ihr geplant habt, und freue mich, euch morgen wiederzusehen. Bis dahin, einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen!